jetzt habe ich. Jetzt habe ich einen Schluck vom Wasser genommen. So. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Bild sieht, aber ich habe frisch Wasser gesprudelt. Das soll jetzt nichts Dreckiges bedeuten, sondern ich habe effektiv Wasser genommen, in eine Flasche, die reingeschrubbt und dann den Knopf gedrückt und dann hat es gemacht. So, und darum tut es jetzt extrem weit offen spritzen. Auch das nicht doppeldeutig gemeint. Und jetzt habe ich eine Schluckwelle von dem Wasser nach, wo ich noch frisch Limettensaft drin habe. Voll geil. Und dann hat es mir oft in den Augen gesprudelt. Mm. Mm. Und jetzt ist das scheiß Licht ausgegangen. Ah. Ah. Ja, nur. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt aussieht. Wahrscheinlich okay. Es ist ja immerhin noch ein bisschen Tageslicht. Ich mache noch ein bisschen Gardinen auf. Gardinen. What the fuck? Heute ist komisch. Ich sage euch, heute ist komisch. Aber das ist so, wenn man so eine Grundstimmung hat, dann wird die extrem schwierig. Ja, Mann. Anyway! Let's go! Bam! Feel Good Podcast, neue Folge, neue Solo-Folge am Dienstag, 20. Juli. Was ist speziell am 20. Juli? Nichts per se. Nichts per se ist speziell am 20. Juli, aber ich habe gesehen, es ist ein paar Tage, bevor endlich Olympia anfängt. Oh, nach der Euro hatte ich so richtig Entzugserscheinungen und habe gedacht, wann kann ich wieder irgendwelche Menschen sehen, rennen, gegeneinander antreten, unbedingt. Weiß auch nicht. Es ist halt alles so zusammen. Ja? Und ich meine, ich schaue viel Sport und gern. Formel 1 ist noch gesehen. Die haben ja auch irgendwie vor dem Wochenende, haben sie 3 Wochenende hintereinander gemacht. Dann merkst du auch tolle Sachen sind lieber in Maße zu genießen. Irgendwann ist es einfach so eine leichte Übersättigung, sage ich jetzt mal. Ganz leichte. Ja, und das ist meiner Meinung nach mit Sport im 2021 auch ein bisschen so. Ja, weil Euro ist ja immer das Gleiche. Euro ist so, boah, die erste Woche. Oder auch Weltmeisterschaft, oder? Da bist du so, wow, ist das geil, komm mal drauf von uns, und gehen schauen, was läuft. Nigeria, Kasachstan. Scheißegal, schauen wir, wird sicher geil, oder? Anderes Gruppenspiel, was haben wir heute? Ah, sehr gut, Slowakei gegen Saudi-Arabien. Egal, schaust alle, ja, trinkst ein paar, findest du grossartig. Und dann irgendwann so nach 30 Matches hast du ein bisschen gesehen und dann kommt so ein bisschen die zähe Phase. Und vor allem irgendwie in unserem Fall, ja, irgendwie die Team ist noch ein bisschen dabei und irgendwann ist es nicht mehr dabei und dann findest du, ach komm. So, und dann haben sie Werbung gemacht, nach dem Event ist vor dem Event. Oder irgendwie so, quasi, hey, wenn der Euro aufhört, dann geht es weiter mit Olympia. Ich glaube, Tokio? Nicht immer sicher. Auf jeden Fall keine Zuschauer. Das haben sie ja entschieden. Dafür trotzdem alle Sportler zusammen. Wo jetzt aber, glaube ich, auch nicht dürfen zusammen festen. Wo, ich meine, wenn du nicht kannst gewinnen in deiner Sportart, in dem Wettbewerb, wo du bist, wenn du dort nicht kannst gewinnen, machst du denn wirklich mit für den Wettbewerb? Der olympische Gedanke, wie ist der gegangen? Dabei sein ist alles. Ich glaube, das ist nur, wenn du in einem Dorf kannst sein, mit alles anderen gleichdenkenden Menschen, die auch für ihre Sportart irgendwie alles opfern, dann ihren Wettkampf gehabt haben,
dann einfach nur noch wann saufen und sich von der riesen Schüssel bedienen, wo es anscheinend hat im olympischen Dorf, mit Präservativ. Ja? Und das wahrscheinlich nicht für den Spaß allein, sondern zu zweit, zu dritt. Weiß nicht. Die olympischen Ring nachstellen. drum weiß ich noch nicht so, wie geil das ist. Gehst jetzt wirklich nach 5 Jahren Training auf Tokio, du weißt, du kriegst sicher keine Medaille. Und du darfst auch nicht in das Dorf. Ich weiß nicht genau, was die Bestimmungen sind, ja, aber es ist, wir sind wieder mal in der ultimativen, wie nennen wir es? Doppelwelt. Wie nennt man das? Gespiegelte Welt. Es ist so, bei den einen ist es so extrem und bei den anderen ist es so extrem. Wie zum Beispiel Formel 1, ja, das Wochenende gesehen in England, Silverstone, am Sonntag, allein am Sonntag 140.000 Menschen. Ich meine, das ist so viel wie in der ersten Woche bei mir Tickets weggehen, wenn ihr neue Tour ankommt. Und, ich bin nicht von dieser Sorte. Leider. Egal. Was labere ich heute? Und 140.000 an einem Tag und irgendwie am Samstag haben sie noch Leute gehabt und am Freitag haben sie auch noch Leute gehabt, irgendwie über 250.000 über das ganze Wochenende. Ja? In England, Woche davor, Wembley-Final, wie sind es dort? 60.000. Wo es ja zuerst noch geheißen hat, nein, wir machen nur 15.000. Dann hat es geheißen, hey, dann machen wir vielleicht das Finale nicht bei euch, sondern in Budapest. Und dann hat der BJ, der Boris Johnson, gefunden, ja, dann kriegen wir es schon irgendwie an, dass der jetzt doch das Finale bei uns macht. Weil mit der, was ist gesehen, Quarantänebestimmungen hatten 2.500 VIPs hatten auch in Quarantäne müssen. Und VIPs, das wird ja immer ein bisschen, wird immer ein bisschen verwechselt, ja, man hat irgendwie das Gefühl, ich weiß doch auch nicht, ich weiß nicht, warum mir die Linda fahren sehen konnte, aber einfach, man hat das Gefühl, keine Ahnung, Stress, Linda fahren, Baschi, was haben wir in der Schweiz, Christa Rigozzi, so Leute, ja, man hat immer das Gefühl, das sind VIPs, ja, das ist sicher auch ein Stück weit so, aber die wirklichen VIPs ist ja irgendwie da, von dieser Ölfirma, der Geschäftsführer, I don't know, CEO, von diesen tollen Sponsoren, die jetzt an der Euro gesehen sind, ja, TikTok, TikTok, was sind die anderen gesehen? Irgendetwas, weiß schon nicht, Booking ist sicher noch gesehen, aber mega gut. Ich habe etwa 50 Matches gesehen und ich weiß nicht, wer die Sponsor gesehen sind. Gute Arbeit, entweder von Ihnen oder von mir. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben Sie denn ja gesagt, dass Wimbledon ist auch noch gesehen. Wimbledon ist auch noch gesehen. Und übrigens überall an all den Events in England der Tom Cruise ist oft überall gesehen. Ohne Scheiß, weil ich sehe Goodwood, Festival of Speed, ja, aus einem Rennweekend. Und schaut dort so ein bisschen Zusammenfassungen und so. Und dann heisst es irgendwann, und der Tom Cruise ist zu Gast gesehen. Und dann siehst du dort mit so einer Pilotenbrille rumstehen. Und denkst du, ah, voll geil, ja. Dann nachher sehe ich das Eurofinal, Beckhams oben sitzen, neben Tom Cruise. Nach dem Goal gehen sie so ein Fistbump und dann hat sagt der Kommentator Tom Cruise, ja, der hat Anstrengung zu Wochenende, jetzt ist er am Wembley-Final, vorher ist er noch am Wimbledon-Final gesehen. Und ich denke so, aber warte jetzt, da ist an einem Tag ist er an einem Rennfestival gesehen, dann ist er an einem Sportfinal, an einem anderen Sportfinal. Ich glaube, das ist anstrengender, als wenn du bei all diesen drei würdest mitmachen. Zu all diesen Reisen und zuschauen, ist wahrscheinlich anstrengender. So, dann gesehen ihn am Silverstone, Formel 1 Weekend, dort ist er irgendwie Gast von Lewis Hamilton und dort am Schluss dann noch umarmen und so, da hat noch x Videos gedreht für irgendwelche Previews und Zeugs und Sachen
Und ich meinte, es hat mit irgendwie seinem neuen Film zu tun. Das war ja ein riesen Zufall. Riesen Zufall, dass der neue Film hat, wenn er an 37 Events gleichzeitig ist. Auf jeden Fall, alle die Events in England, ja, aus dem Nichts sind die auf einmal gekommen. Und was ich dann gesehen habe, das finde ich richtig geil, ist, das nennen sie Pilotveranstaltungen, Probeveranstaltungen, so quasi als Projekt zum Schauen, ob es funktioniert mit den neuen Massnahmen, die ja in dem Moment dann nicht sind. Wie du hast gesagt, die 3G-Regel: getestet, geimpft, genießen. 3G. 3G. Das finde ich noch geil. Finde ich noch geil. Machst Sportfinal dort, Sportfinal da, Rennweekend, Viertelmillion und nennst es Pilotprojekt. Wir haben das ja gehabt mit irgendwie, glaube so 500 Leuten oder maximal 1000, bin mir nicht mal mehr sicher. Wieso nicht Street Parade? mach doch Pilotprojekt Street Parade. Hey, guck mal, schau mal, wie das ist. Pilotprojekt Fastnacht ist sogar doch jetzt ein bisschen zu heiß. Vor einer Woche hatte ich gesagt, war noch Fastnachtswetter gesehen, aber jetzt ist es doch ein bisschen zu warm, ja. Ja, habe ich spannend gefunden, dass man das eben auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so macht. Aber hey, allen das Seine, oder? Sagt man so. Jedem das Seine. Jedem und jeder und jedes das Seine. Da habe ich noch ein großartiges Update aus meinem spannenden Leben. Ich habe im letzten Solo-Podcast erzählt, dass ich hier eine Garage habe in Zürich. Ich bin jetzt gerade noch in Zürich. Für die, die es schauen, wieder der tolle weiße Hintergrund mit einem Kabel für eine Lampe. Habe schnell einen Termin gehabt, jetzt nehme ich das auf, dann lade ich es auf. Es ist jetzt nämlich schon Dienstag Nachmittag und dann fahre ich auf Basel und dann habe ich dort noch einen Termin und gehe noch essen. Mega spannend, das ist schon mal das Update. Auf jeden Fall habe ich ja die Garage und ich habe es letztes Mal kurz erzählt, ich habe es nur so angerissen, dass es ein bisschen kompliziert war. Jetzt ist es noch besser geworden. Nachdem ich endlich, ja, Vertragsbeginn 16. Juni 2021, mit sehr viel Verzögerungen Anfang Juli erst den Schlüssel geschickt gekriegt habe. Zuerst musste ich ein X-Formular ausfüllen, das ich zuerst schon mal ausgefüllt hatte, habe ich dann aber nochmal ausfüllen, weil das ist ja nur eine Bewerbung war, nachdem ich mich schon beworben habe. Eine Anfrage und dann ist der Vertrag gewesen. Irgendwie so. Habe ich noch eine LSV ausgefüllt, Lastschriftverfahren, ja, wo du quasi jetzt okay gibst, dass einfach von deinem Konto Geld abgezogen wird. Machen sie, glaube ich, auch, außer man hat kein Geld drauf. Ja. Aber habe ich das alles ausgefüllt? Kegi von dieser tollen Verwaltungsfirma schon wieder einen eingeschriebenen Brief. Also ich natürlich nicht rumgesehen. Extra auf die Post gegangen, um den eingeschriebenen Brief zu holen. Ich dachte, warum haben die jetzt mir einen eingeschriebenen Brief geschickt? Ich habe ja Vertrag unterschrieben, das unterschrieben, ich habe endlich den Schlüssel gekriegt, 2,5 Wochen nach Vertragsbeginn. Es sollte ja alles okay sein. Ja? Dann kriege ich, Achtung, 10 Tage nach dem 1. Juli, ja? Oder was auch immer es ist. Mahnung mit Kündigungsandrohung. Waldklass. Weil ich hege von 16. Juni bis 30. Juni und der Monat Juli, beides Rechnungsdatum 1.7., habe ich noch nicht gezahlt. Und darum, aufgrund von, was weiß ich, für mein OR. Was ist OR? Das ist irgendetwas O-Recht. Ich habe früher gemeint, es heisst Organisationsrecht. Das ist lang her. Ein Kollege hat dort frisch Jus studiert und hat hat mir Pirates heißt er, glaube ich. Ja? Ich sag jetzt mal, erotische Film ever.
hat er mir, auf einer DVD brennt, ja, das war so die Zeit, das war so in der Zwischenphase, du hast nicht mehr so eine abgegriffene VHS haben, aber du hast eine DVD gebraucht. Und klingt jetzt mega blöd, aber mich hat einfach wirklich interessiert, wie der Film aussieht, ja. Wahrscheinlich habe ich dann mich noch ein bisschen, wie wollen wir sagen, noch ein bisschen sonst amüsiert ab dem Film. Aber ursprünglich ist, glaube wirklich die Idee gesehen, mich interessiert, wie der Film aussieht. Also, hey, ich habe da, ich tue dir auf DVD brennen. Und weil er frisch ausstudiert hat, habe ich gedacht, hey, damit es nicht auffällt, wenn ich ihm den zurückgebe, schreibe ich irgendwie so, als Gag natürlich, schreibe ich irgendwie so etwas mega so Use-Studie-mässiges drauf. Dann habe ich Organisationsrecht drauf geschrieben. So, und dann sind die eine halbe Stunde verreckt, meine Kollegen. Und haben mir dann gesagt, was es wirklich heisst. Ich weiß es schon nicht mehr. Fuck. Egal. Gestützt auf OR, so und so, dürfen sie mir jetzt schon mahnen mit Kündigungsandrohung plus 39 Franken Mahngebühr. Obwohl ich eine LSV ausgefüllt habe, obwohl ich erst nach dem 1. Juli die Schlüssel gekriegt habe. Die merken, das hat mich doch ein bisschen irritiert, sage ich jetzt mal. Ja. Also wenn die auch so Geschichten haben, ich finde es wirklich so unnötig kompliziert machen und verstand ich wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich weiß, es ist ein viel guter Podcast, aber hey, irgendwann viel, viel nicht gut. Oh Gott. Nein, und ich sage, also das verstand ich dann wirklich nicht. So Sachen verstand ich einfach nicht. Da tue ich jetzt ein bisschen sehr schweizerisch, aber ich finde auch den Umgang sehr schweizerisch. Es ist wirklich so. Also da bin ich jetzt echt nicht rausgekommen. Wieso macht man sich so kompliziert? Ich habe mir sogar überlegt, der Person schon vorher, bevor überhaupt die Mahnung gekommen ist, eine Mail schreiben und sagen, wieso macht ihr das so fucking kompliziert? Wenn ich sage, ich will einen Garageplatz, ja, kostet so viel, da, ich gebe euch das jeden Monat, eben LSV von mir aus. Die mir den Schlüssel geben, fertig. Wieso muss man 130 Mal hin und her schreiben, nicht erreichbar sein, dann wieder 10 Tage später fangen zurückschreiben? Merkst du auch, die Person ist völlig überfordert mit all den Schritten, die sie immer muss machen, damit überhaupt man dann zu dem Ergebnis kommt. Und dann habe ich aber gemerkt, aha, weil sonst die Firma ja wahrscheinlich nicht würde existieren. Das war ja viel zu einfach. So, jetzt ist aber noch das passiert. Also, wenn ihr auch so Geschichten habt, schreiben Sie mir gerne. podcast@joelvonmutzenberger.ch. Ich hab wirklich lange überlegt, soll ich jetzt die Firma nennen oder nicht. Ja. Sie ist einfach sehr mühsam. Ich habe das letzte Mal sie schon nicht genannt. Ich würde sehr gerne, aber ich mache es nicht. Nein. Trotzdem, ich würde sehr gerne, weil es hat mich sehr, sehr hassig gemacht. Ja. Gibt es einen Begriff auf Englisch? Wie heißt der? Leave it. Ja. I'm livid. So, was habe ich mir sonst noch aufgeschrieben? Nochmal so eine Geschichte. Wie gesagt, ich wohne in Basel und ich wohne in Zürich. Ja? Dann habe ich mir ein Päckchen bestellt. Ja? Und da habe ich gesehen, das ist aber noch eine ganz alte Adresse bei diesem Account. Und weil dort bestelle ich nicht so viel. Mann. Und dann habe ich gedacht, ich bestelle wieder mal etwas, aber alte Adresse. Dann habe ich gefunden, ich bin jetzt aber gerade für die nächsten paar Tage in Zürich. Am besten, ich tue einfach die neue Versandadresse. Hat das eingegeben, gespeichert, Bestellung, danach kommt Bestätigung an die alte Adresse. Und zwar an eine Adresse, wo ich weder gemeldet bin, noch wohnen, weil es eine alte Adresse ist. So, ich sofort Kundendienst geschrieben, gesagt, hey, ich habe das zwar eingegeben, aber irgendwie hat es nicht gespeichert. Es hat es bei mir schon gespeichert, aber irgendwie ist es nicht bis zu Ihnen gegangen. Vielleicht braucht es ein Zeitchen, wenn man Versandadresse ändert, bis das ja dort auch in der Datenbank. Ich habe keine Ahnung, ja. Ich bin kein Informatiker, wie ihr merkt. Und ja, das ist jetzt dumm gelaufen. Jetzt schickt es an eine Adresse, wo ich gar nicht bin, gar nicht wohne und auch nicht gemeldet bin.
können Sie es bitte auf die, wo ich dort als neue Versandadresse gemacht habe, drunter geschickt. Und das ist wirklich 2 Sekunden, nachdem das Mail, nachdem die Bestellung raus ist, habe ich das Mail schon geschrieben gehabt. Ja. 2 Sekunden, wirklich. Prr. So. Prr. Und dann schreiben Sie zurück, nein, das geht nicht. Das wird jetzt so rausgeschickt. Und dann habe ich geschrieben, aber das ist ja ein bisschen sinnlos. Weil das geht jetzt an eine Adresse, wo ich nicht bin und auch mein Name nicht an einem Briefkasten steht oder irgendwas, weil es halt der Alte ist. Und dann wird das ja dann einfach ihnen zurückgeschickt werden. Dann schreiben sie, ja, wenn es dann zurückgeschickt wird, würde sie es dann an die neue Adresse schicken. Okay. Ah, und zwar an die, wo dann von der Behörde gemeldet ist. So, okay. Dann ist irgendwann die Bestätigung von der Post, dass mein Paket nicht angekommen ist. Wer hat es gedacht? Und dass es wieder zurückgeht. Dann habe ich denen wieder eine Mail geschrieben und gesagt, ich habe gesehen. Die merken, ich habe so viel zu tun in meinem Leben. Dann habe ich eine Mail zurückgeschrieben. Ich habe gesehen, dass jetzt das Paket zurück ist. Können Sie es dann von jetzt an die Adresse schicken, wo ich bei Versand eingegeben habe? Ja? Das heißt, ja, wird dann geschickt am 21. Juli. Das war vor 2 Wochen gesehen. Und ich so, aber das geht doch nicht so lang. Ich habe langsam Linsenproblem. Ja? Das sind meine letzten Linsen gesehen. Und habe gefunden, ich bestelle es wieder mal online, wieso nicht? Was ist denn noch passiert? Dann ist noch mal irgendein Schritt gesehen. Ah, genau. Dann haben sie es nicht an die Adresse geschickt, wo ich extra als Versand eingegeben habe in Zürich, sondern sie haben es dann an meine Adresse zu Basel geschickt. So, also genau die paar Tage, wo ich eigentlich da war, bin, von ja noch. Dann, wenn ich das nächste Mal zu Basel bin, hole ich das dann. Okay, tipptopp. Hat sich erledigt. Heute bin ich wieder mal in Zürich. Mache hier den Briefkasten auf. Und es ist nochmal ein Paket. Jetzt habe ich an 2 Orten, obwohl ich nur ein Paket bestellt habe, ich jetzt an 2 Orten identische Paket gekriegt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob sie mir jetzt auch 2 Rechnungen geben. Weil, also so viel hat jetzt auch gar nicht gebraucht. Ja? Ich muss zwar ab und zu mir eine Kontaktlinse in die Augen tun, ja? Aber ich muss nicht jeden Tag eine neue machen und ich brauche auch nicht, 6 Liter Linsenmittel, jetzt gerade. Aber du, vielleicht Vorrat, das habt ihr ja auch lange, das Zeugs. Aber es ist schon faszinierend, wie gewisse Sachen vermeintlich einfach sind. Und ich tue wahrscheinlich ganz viele Menschen Unrecht und ich habe dort gewusst, die machen ja nur ihren Job. Und gerade zum Beispiel die jetzt von dem Kundendienst, bei dem, wo ich nicht so viel online bestelle, also nicht so viel, Mann, habe ich gemerkt, das sind so automatisierte Vorgänge, wo die Person dort null etwas dafür hatte. Es ist wirklich oft so, wenn die Bestellung durch ist, dann ist das draussen und danach hat es irgendwie in, keine Ahnung wo, Villingen, Schwenningen, nein, das ist Deutschland. Gut, vielleicht, ja. Weiß doch auch nicht. Irgendwann im Schwarzwald oder so ist dann schon die Bestellung draussen und dann kann man das nicht mehr ändern und so. Also es sind oft so ein bisschen automatisierte Vorgänge, die schwierig sind. Ja, wenn ihr so Geschichten habt, schreiben sie mir gerne. Bin sehr gespannt, ob ich momentan einfach gerade so eine Strähne habe von so einem Ereignis oder ob es allen Menschen so geht. Mails kann man mir sowieso schreiben mit allem Möglichen. Das wisst ihr, podcast@joelvonmutzenbecher.ch. Und ich habe 2 gekriegt. Ich schwöre, ich schaue die vorab nicht an. Ich schaue, ob etwas reingekommen ist, damit ich weiß, ob ich überhaupt im Podcast mein Mailprogramm aufmachen soll. Und ich sehe Name und Betreff, also Absender und Betreff, aber ich drücke nicht drauf, I swear. No, vielleicht ändert sich das noch irgendwann. Und wir fangen an mit Autogeschichte. Das sind wahrscheinlich gerade mehrere, ja? Liebe Joel, vielen Dank für die sensationelle Podcast, wo du wöchentlich und jetzt sogar 2-mal wöchentlich machst. Sehr gern, ja? Ich bin ein großer Fan von deiner Arbeit. Danke vielmals. Bewundere, was du alles machst.
schon eine Zeit. Ich höre und schaue immer gerade, wenn ich Zeit habe zwischendurch und vergiss manchmal, wo ich bin. Oh, und man hört mit dem plötzlich Lachen und rundherum hat niemand den Plan, wieso ich aus dem Nichts rauslache. Ich wünschte mir, dass das bei allen Menschen so wäre. Dass immer, wenn man irgendjemanden jemanden sieht, aus dem Nichts rauslachen, dass es wegen mir und meiner Arbeit ist. Thema Auto finde ich ein super Sujet. Da kann ich auch noch ein bisschen etwas beisteuern. Ja, kommt ein bisschen zurück auf die Garage und wo der andere da verschifft worden ist. Habe ich im letzten Podcast erzählt. In diesem Jahr ist schon so viel Absurdes passiert in Sachen Wetter. Mhm. Und das alles innerhalb von einem halben Jahr. Zuerst haben wir so viel Schnee wie noch nie gehabt und dann regnet es wie verrückt. Zu diesen Erzählungen muss man vielleicht wissen, dass ich einen englischen Oldtimer fahre, der entsprechend keine Servolenkung und nichts hat. Oh mein Gott. Mm. Ah. Oldtimer, sehr geil. Aber so ohne Servolenkung und so, ist dann schon auch heavy. Im Winter, wo es so abartig viel geschneit hat, habe ich das erste Mal auch im Winter Auto gefahren wegen Corona, da ÖV nicht mehr so eine Option war. Ja. Als ich also ins Geschäft gefahren bin, war schon witzig, weil ich das Fahrverhalten gar... Ich habe probiert, auf Baseldeutsch zu übersetzen, während ich das alles vorgelesen habe, aber jetzt schaffe ich es dann nicht mehr. Weil ich das Fahrverhalten gar noch nicht gekannt habe und das zuerst noch ein bisschen herausfinden musste, Klammern, ist eigentlich ein Wunder, dass ich dort keinen Unfall gebaut habe. Zwinkers meine ich. Ja. Han auf dieser Fahrt noch knapp vor einem Zebrastreifen können halten, der sehr ungesund tönt hat, so von der Bremse her. Han es festbremset, wo man bei Schnee nicht sollte. Mhm. Dass sogar dann die Fußgängerin ein Schlitt Zähne zusammenbissen hat, wie wenn sie ihr selber weh da hätte. Und schaut mich ganz mitleidig an und läuft über die Straße. Das ist immer so. Vor allem, wenn die Fußgängerin wird wahrscheinlich kurz vorher fast überfahren und denkt so, oh, aber du bist schon ein Armisau, wenn es so tönt. Besonders die letzte Kurve bin ich also sehr langsam gefahren mit zittrigen Beinen, verstand ich. Im Geschäft hatte ich eine Garage und das Auto den Tag durch im Schermen gehabt. Mhm. Und am Tag hat es wie wild geschneit. Da hat man dann irgendwann später Nachmittag vernommen, Entschuldigung, dass jenste Lastwagen quer über der Straße stehen. Aha. Haha, wie wenn ein paar Monate später das Schiff beim Suezkanal. Ah, okay. Also bin ich dann noch mit dem ÖV heim und dann denkt, wenn es am nächsten Tag besser aussieht, kann ich das Auto wieder heimnehmen. Am nächsten Tag hat es tatsächlich wieder besser ausgesehen und die Straßen sind geräumt gewesen. Ich voll überzogen von dem Vorhaben, ins Auto gestiegen und heimgefahren. Jetzt muss man noch wissen, es wird immer wie Zürichdeutsch, gell? Ich hatte dort nur einen Parkplatz vor der Wohnung gehabt, also draussen. Reimt sich fast. Wissen, draussen. Ich biege also in meine Straße und ich realisiere erst dort, dass mein Parkfeld komplett eingeschneit ist und der Schnee, der auf die Seite baggert worden ist, hart ist. Hart, ja, okay. Hart ist und Straße wie ein Labyrinth aussieht, wo nur ein Durchgang hat. Ah, ja. Ich fahre also vorbei, muss mir zuerst einen Platz finden, wo ich mein Auto anstellen kann. Also es ist alles eigentlich schon nicht geräumt gesehen, sondern halt so aufgetürmt in dem Fall. Beim Coop habe ich dann das Auto stehen. Hey, der Coop ist immer da. Ja? Und dann bin ich mal einfach ein paar Stunden beschäftigt mit Schneeschaufeln. Aber wo ane mit dem Schnee in einem Wohnquartier? Ja eben, weil ich habe ja noch gedacht, das ist ja schon überall. Ja. Ich immer mehr am Schwitzen und ein paar Passantin, die fragen, ob sie helfen können. Ich habe ja gemeint, das sei nur eine Höflichkeitsfloskel gewesen und sage Danke ab. Und dann eröffnet sie mir, dass sie auch in diesem Block wohnt und sie sowieso auch ihr Auto, wo dort drei Parkfelder weitergestanden ist, muss auspacken. Jesus, was ist das für eine lange Geschichte? Wirklich eine herzige und liebe Mieterin. Yes, definitiv. Also herzig und lieb. Wenn sie jetzt. Ich hoffe, sie ist nicht irgendwie 90 gesehen, oder? Weil das heißt ja normal. Das heißt, wenn man von eher älteren Nachbarn sagt, ja, dass sie herzig sind. Ja. Sie hat zuerst mit ihrem Schäufeli geholfen.
Also wenn sie 90 ist, wäre nicht gut. Bis wir vom Block gegenüber eine zweite richtige Schaufel bekommen haben. Wir haben meinen Parkplatz freigeschaufelt und ich habe es gerade mal geschafft, mein Auto reinzustellen. Aussteigen war nicht gerade so toll, weil die Schneeschicht gerade nebenan war. An diesem Abend habe ich also... Mein ADS kickt langsam rein, ich weiß nicht, ob ich das bis zum Schluss lesen kann. An diesem Abend habe ich also gerade ein heißes Bad gebraucht. Jawohl. Und die Muskelkater vom ungewohnten Schaufeln sind natürlich am nächsten Tag schlagartig gekommen. Ja. Ich hätte gescheit das Auto auf dem Parkplatz gelassen, wo es eingeschneit worden war, dann hätte ich viel weniger müssen schaufeln. Im Nachhinein ist mir immer gescheiter. Ja, aber das kannst du nicht wissen. Es sind ja eh spezielle Zeiten. Ja. Ich tue mir alles ein bisschen unter dem abstempeln. Ich sage immer so, es ist ja eh speziell. Man kann ja auch Corona allem die Schuld geben. Ja. Das haben wir ja auch schon besprochen. Das Hotelzimmer wird nicht gereinigt. Wieso nicht? Corona. Ah, okay. Wo es denn wieder ein bisschen weniger Schnee gehabt hat? Boah, es kommt nochmal so ein Abschnitt. Okay. Ich sage es jetzt mal so. Ja. Ich schätze mega fest, was du alles geschrieben hast. Deine netten Worte. Wenn du jetzt nicht ein knaller Pointe kommt, dann schneide ich es zwar nicht raus, aber dann sind vielleicht zwei, drei ein bisschen enttäuscht. Wo es dann wieder ein bisschen weniger Schnee hat, aber wohl immer noch kalt war, habe ich dann sogar eine Tiefgarage gehabt. Wie ich? Habe ich amigs am Vorabend das Auto von der Tiefgarage zum Aussenparkplatz gefahren nach dem Wochenende? So kann ich 10 Minuten länger schlafen am Morgen. Du hast wegen 10 Minuten... Hast du am oben vorher das Auto schon raus? Wegen 10 Minuten? Ich würde das schon wegen 2 machen. Und an einem Abend habe ich schon gedacht, irgendwie ist die Lenkung sehr schwer und es tönt komisch. Oh no. Habe ich dem Vater gemeldet, der alles abgesehen vom Spengler selber macht an unseren Oldtimer. Oh, sogar mehrere, jetzt wird es spannend. Und er hat dann nur die Achsel gezuckt und ich habe dann auch nicht mehr länger darüber nachgedacht. Am Morgen dann fahre ich ab und denke so, ui, das tönt überhaupt nicht gut, aber ich bin eh schon spät dran. Scheiben kratzen und den Schneeflum wegbaseln. Und fahre so ins Geschäft. Ich habe gemerkt, dass das Steuerrad immer nach links zieht und vorsichtig fahre und denke, ich schaue dann im Geschäft, was los ist. Komme an und steige aus und sehe, ich habe vorne links eine Platte. No! Jesus, no! Haha, und ich bin so die komplette Strecke gefahren von 20 Kilometer. Okay, ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Wow! Ich sehr ambitioniert schrieb meinem Vater, dass er mich zu Abend dann anleiten soll, wie ich das Rad wechseln soll, weil ich das noch nie gemacht habe. Ist dann aber noch ein bisschen sehr besorgt gewesen und einfach schnell vorbeigekommen und mir das Rad gewechselt. Tja, der Pneu ist definitiv kaputt. Yep. Nach seiner Diagnose ein paar Tage später haben wir herausgefunden, dass wir alle Jahresreifen durch einen Garagenhändler anmachen und das Ventil nicht ganz angezogen war und so alle Pneu immer ein bisschen Luft verloren haben. Mein Vater hat sich noch gewundert, wieso er bei meinem Auto immer wieder mal hat mich so aufpumpen musste, wenn ich mal in der Nähe gesehen bin. Das ist das Rätsel der Lösung. Top Garage! Ich habe dann in meinen Ferien einen Kurs bei meinem Vater gemacht. Jetzt weiss ich dafür, wie ich ein Auto aufbocken muss und den Ersatzreifen drauf tun. Wieder etwas gelernt. Ja, ich kann es nicht. In dem Moment, wo einem so Sachen passieren, ist es nie lustig, aber im Nachhinein sind es immer die besten Geschichten, die hoffentlich auch dich und die mitschauen, hören, zum Schmunzeln gebracht haben. Vielen, vielen Dank. Ich habe ohne Scheiß, ich habe gedacht, da muss irgendeine mega Pointe kommen. Sonst, sonst lang. Aber definitiv. Wie fährt man 20 Kilometer mit einer Platte? Wow. Gut, vor allem Oldtimer. Ich habe so ein Auto, mir zeigt es an, so der Luftdruck wird mir gerade angezeigt. Aber das ist ja crazy. Jetzt sind noch zwei Fotos dazu. Liebe Grüße, Isabel, habe ich das schon gesagt? Danke vielmals, Isabel. Zwei Fotos dazu geschickt, vom Auto eingeschneit. Ja, du kannst wirklich nicht durch. Schönes Auto. Like it. Und ich nehme mal an, das ist der Vater, der da... What? Das ist aber wirklich eine Platte. Da ist nichts mehr dran. Okay, das ist die Geschichte. Und nochmal Mail. Frage, Feel Good Podcast. Lieber Joel, ich kenne dich von der Wochenrundschau. Sie heißt Wochenrundshow. Am Samstagnachmittag auf DRS3.
es ist SRF 3 seit 15 Jahren oder so. War immer sehr lässig. Danke, danke, danke. Mich würde es interessieren, wie du dazu gekommen bist oder im Allgemeinen die Geschichte, wie man Wochenrundschau Moderator wird, also Show, ja. Ohne diese Sendung würde ich von deiner geilen Comedy gar nichts wissen. Das freut mich. Weiter so, Joel, und bis bald bei einem Auftritt, Grizzly Reto. Danke vielmals, Reto. Das ist extrem langweilige Geschichte, bin ich ehrlich. Es hat auch nicht so eine gute Pointe wie eine Platte am Schluss. Ganz einfach, in dem Fall bin ich angefragt worden, ob ich diese Sendung will machen. Und ich habe mir das dann ein bisschen überlegt und habe dann gefunden, ja, ich mache das, weil ich habe früher schon Radio gemacht, bin aber nicht so Fan vom Medium Radio, wie es mittlerweile oft gemacht wird, ja, weil es einfach nicht so toll ist zu machen. Habe ich sicher auch schon mal irgendwie mit jemandem besprochen. Es ist dann halt so, ist dann halt oft gesehen, dass man gar nicht wirklich Leute interviewt, sondern dass man auf so pfannenfertige ein paar Antworten schon kriegt zum Abdrucken und so. Und das ist immer so ein Medium gesehen. Und ich habe aber immer gesagt, hey, ich will einfach nur Comedy machen, habe mich eh schon selbstständig gemacht und habe dann auch ein bisschen auf Risiko habe ich gefunden, ich mache jetzt einfach vollberuflich Comedy. Keine Ahnung, ob ich durchkomme, aber es wird irgendwie gehen. Und ich bin immer noch da, auch nach einer während/nach der Pandemie, also es ist einigermaßen aufgegangen. Und wo dann aber die Anfrage kam, ist, habe ich mir sagen, das ist eben schon, wo ich gekündigt habe, habe ich immer gesagt, was ich toll fand, war mal irgendwie so ein Samstagnachmittag, so eine Sendung am Samstagnachmittag, 2 Stunden, am besten mit irgendwie noch einem prominenten Gast, viel Interaktion mit Hörerinnen und Hörern, wo so etwas passiert. Hat eben so richtig, jetzt eine richtige Live-Show. Ja, und das ist eigentlich genau das. Die Wochenrundschau ist genau das. Sie ist live. Man hat jemanden direkt im Studio, weil man hat immer als Feedback gefällt beim Radio. Ja? Ich habe mit meinem damaligen Coach, wo ich früher noch etwas fix beim Radio geschafft habe, da kommt immer jemand vorbei, ja, lass deine Sendung und sagt danach, wie scheiße du gesehen bist. Oder? Und mit dem habe ich immer die gleiche Diskussion gehabt. Der so, ey, was du auf der Bühne hast, das musst du dir irgendwie aufs Radio bringen. Nämlich, weißt du, die Art und Weise und die Vorbereitung, die du dafür machst und so. Und ich sehe aber, ich mache ja 2 Jahre für ein 2-stündiges Programm und beim Radio habe ich irgendwie 2 Stunden für eine 5-stündige Sendung. Das ist nicht ganz das Gleiche. Und mir fehlt auch Publikum. Und dann hat er immer gesagt, ja, aber du hast das grösste Publikum, das du kannst haben. Du hast 140'000 oder was auch immer gesehen ist. Und ich so, ich sehe sie nicht. Ich höre sie nicht. Ich schwätze in einem Raum an einer Wand. Im Gegensatz zu jetzt. Habe ich gerade jetzt realisiert. Oh mein Gott. Aber da schwätze ich oft, was ich will. Ja, und dort ist es so gesehen, 1,5 Minuten zwischen 2 Songs und du musst noch schnell den Knopf drücken, damit Sponsor XY erwähnt wird und so. Nein, und da habe ich aber immer gesagt, aber darum kann ich ja nicht so wie auf der Bühne reagieren. Ich kann ja nicht mit jemandem agieren, interagieren, sondern ich muss da einfach mein Skript haben. Labern. So. Und das war immer ein bisschen meine Diskussion gesehen. Und mir langt es schon. Mir langt es schon, wenn ich eben so eine Sendung habe und muss mich von einem Thema zum nächsten hangeln, wie man das ja muss machen bei einer Radiosendung. Dann finde ich schon nur toll, wenn jemand gegenüber sitzt. Ja? Und in dem Fall noch irgendwie jemand Bekanntes, der auch mitschwätzt. Das ist ja das Tolle. Ja? Darum mache ich ja in dem Podcast. Abgesehen von diesen Solo-Sachen mache ich ja mega gerne mit Gästen oder mache sogar im Solo ab und zu mit dem Christoph, dass ich dann eben noch irgendwie jemanden habe zum Interagieren. Ja, darum habe ich ein bisschen ausgeführt jetzt, bin ich Radio an sich irgendwie so eine Beziehung dazu habe. Und in dem Fall haben sie dann gefragt und ich habe es mir überlegt und habe dann zugesagt, weil ich es auch noch schön gefunden habe, zum ersten Mal einen Job können anzunehmen und nicht müssen anzunehmen. Das ist irgendwie so, wenn man selbstständiger Künstler ist,
Entertainer, was man es auch immer will nennen, dann gibt es ein extrem befreiendes Gefühl, weil jahrelang bist du so eigentlich alles am Annehmen, weil du musst ja in irgendeiner Art und Weise auch noch Geld verdienen und irgendwie über die Runde kommen. Ja? Also Geld verdienen ist schon ein großes, ein großer Begriff, sonst ist wirklich mehr irgendwie so knapp durchs Leben kommen. Und darum nimmst du natürlich sehr viel an, wo du, wenn du könntest wählen, ja, es nicht würdest machen. Und dort ist zum ersten Mal so gesehen, voll geil, ich muss die Sendung nicht machen, ich kann, wenn ich will. Ja, und ja, macht extrem Spass und ist im Bereich Radio auch noch so ein bisschen einzelne seltene Planet, nämlich eben nicht irgendwie alles schon pfannenfertig und schon voraufgenommen und eingespeichert und dann wird es einfach nur abgedruckt, sondern effektiv, ich habe keine Ahnung, was passiert, ich bereite natürlich Fragen vor und die Spiel und meine Aufgabe ist ja dann Spielleiter zu sein in der Woche und Show, aber was effektiv passiert, keine Ahnung, ja. Ich hatte einmal einen, der dann auf einmal sehr, sehr politische Parolen über den Sender gelassen hat. Und da muss man dann sehr schnell reagieren, weil das ist ja der Klassiker, live kann alles passieren. So, das war es, glaube ich, jetzt gesehen, eure E-Mails. Vielen Dank, Isabel, vielen Dank, Reto. Ich freue mich auf weitere E-Mails. Mit wirklich so Geschichten, ich finde es großartig. Wir haben schon mal, als ich das angefangen habe, hat schon mal eine riesige Geschichte geschrieben. Wie ist das gegangen? Mit Namen googeln und so. Weltklasse, ja. Also ich freue mich wirklich sehr, dass Menschen sich melden. Das kann ich nicht glauben. Aber es ist tatsächlich so. Macht weiter, podcast@joelvonmutzenbecher.ch. Neue Folge der Freitag, dann wieder mit einem Gast, und zwar mit einem Mensch, der den Song da gemacht hat, den ihr jetzt gerade wieder hört. Danke, bye. Puh!